Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Ark of Survival. Ja, im letzten Part haben wir ja ein paar Säbelzahntiger gezähmt und nach dem ganzen Stress und alles haben wir sie auch nach Hause gebracht. Alles kein Problem, drei Stück an der Zahl, einen für Ben, einen für Zerko, einen für mich. Und ja, und ich habe mir gedacht, ich melde mich hier aus dem nebligen Wald, denn ich habe mich alleine auf die Strecke gemacht, bin dann hierhin gelaufen. Wir sind ja ganz links unten im Süden, bei 80-20 ungefähr. Da habe ich gedacht, ich laufe mal hier hin, denn wenn ich hier rausgehe, ist da vorne eine Höhle und die wollen wir ja auch irgendwann bestreiten und da reingehen. Und da habe ich gedacht, ich baue mir hier eine kleine Base auf. Habe ich schon langsam angefangen, aber ich wollte euch jetzt hier auf diese Base-Abenteuer hier mitnehmen. Das euch zeigen und dann, wenn ich irgendwie in die Höhle gehe, auch natürlich mit auf den Weg nehmen. Und ja, wir fangen auch gleich mal an. Aber wir haben ja erstmal noch einen Level. Wir nehmen jetzt noch einmal Health und sind jetzt nun Level 40 und können wieder neue Dinge bauen. Das passt ja auch wieder ganz toll. So, wir können nun neu Fabricator, Silencer, eine Ankulu-Sattel, einen Ankulu und einen Mammut-Sattel. Den Mammut-Sattel lernen wir mal. Der kann schon mal wichtig werden. Ankohle brauchen wir nicht unbedingt. Elektronik können wir lernen. Fabricator brauchen wir auf jeden Fall. Silencer ist auch cool. Das ist alles cool. Naja, das erstmal später. Denn wir müssen jetzt weiter farmen. Da nehmen wir euch jetzt wieder mit. Wie gesagt, ich nehme euch mit, bin wieder alleine. Ja, das war ganz schön anstrengend. Hey. Von da oben müssen wir erstmal wieder auf die Berge hoch. Muss ich ein bisschen erzählen, wieder auf die Berge hoch, wo Ben seine Base hier oben hat auf dem Berg. Da haben wir die drei Säbelzahntiger mitgenommen. Und das war anstrengend. Die sind nicht den schmalen Pfad hochgekommen. Boah, war das anstrengend, bis die mal das geschafft haben. Ich glaube, da haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Und ja, dann haben wir unsere Adler geholt. Oben natürlich. Das hört sich ganz an, als wären hier die Lofus. Und dann haben wir unsere Adlers geholt. Und sind natürlich mit den Alas und den Säbelzahntiger nachher zu unserer Originalbase unten im Süden gelaufen. Und das war auch so, naja, anstrengend war es nicht für mich. Zerko hat ein bisschen länger gebraucht. Ich war gleich da, weil er irgendwie falsch gelaufen ist. Naja, so ist das halt. Und ja, dann haben wir es geschafft und haben wir hier Säbelzahntiger am Start. Und ja, da ich wäre jetzt ja auch hingeflogen mit den Adler, aber leider haben wir keine Adler mehr. Nika hat leider beide umgebracht. Hey, Dodo. Von was haut der ab? Der haut doch von irgendwas ab. Hä? Hä? Wo kam denn der her? Aus der Wand oder was? Lol. Hey Dodo! Mr. Dodo! Mr. Dodo! Und ja, es gab auch wieder Updates. Wie ihr seht, wenn wir jetzt reingehen ins Inventar, das gekochte, also das gebratene Fleisch, es spoilt nicht mehr, es vergammelt nicht mehr. Das haben sie geändert. Ich denke so, wow, da ist ein Lofo. Bring ihn einfach um. Ich sehe nichts. Mann, hey. Voll lauter. Du Ratze, guck mal, mein Säbelzahntiger darf dich jetzt fressen. Bisschen Heid kann ich auch gut gebrauchen, denn wir müssen hier auch noch ein Bett bauen. Das wird auch noch wichtig. Ein Bett, ein paar Kisten, wenn es denn geht, nach einer Zeit auch eine Schmiede und so einen tollen Metall-Ingot-Ofen, wo wir Metall herstellen können. Dass wir dann auch genug Sachen hier direkt vor Ort craften können. Oh ja, denn in der Höhle geht es nämlich direkt ab. Sehr viele Fledermäuse. Und nicht im kleinen Modus, die sind ein bisschen größer wie die normalen Fledermäuse. Schlangen gibt's da. Ja, mal schauen. Ich war noch nie in der Höhle. Ich hab's nur gehört, dass da wirklich gefährlich sein soll. Alleine sollte man da nicht rein. Außer man ist so bewaffnet. Naja, mal gucken. Wände müssen wir natürlich hier auch bauen, damit wir hier ein bisschen geschützt sind, falls doch mal was Größeres kommt und unsere Base kaputt machen möchte. Nur geht jetzt langsam mein Trinkvorrat, machen wir erstmal hier weg, mein Trinkvorrat zu neige, denn hier ist es ja fast dauerheiß. Ich habe zwar mein Wasser vor aufgefüllt, aber ich will Bären. Die Bären, die... Was? Unser Mammut? Nein, ist nicht unser Mammut. Ja, ich glaube, die
springen gerade alles um. Tja, das ist natürlich gut, was die machen. Ich glaube, die haben Mammuts getämmt und so und sie sterben jetzt gerade alle. Na, so haben das gut gemacht. Da muss ich kurz bei denen schreiben, leider kann ich sie offiziell sauer machen. Was die da treiben. Muss ich leider über WhatsApp kurz machen. Alles tot? What the fuck? Was die da getrieben hat, dass der Bond jetzt alles tötet? Na, krass. Tja, das ist halt so. Wenn man es halt nicht kann, soll man es lassen. Jetzt krieg ich sicher gleich eine Antwort. Dann regen sie sich wieder auf. Tja, so ist das halt. Wenn man halt ein Pronto angreift, dann muss man damit leben, damit der alles kaputt haut. Weil Mammut ja nicht stark ist in dem Sinn. Ja, gegen kleine ja, aber gegen sowas hat selbst ein Mammut keine Chance. Ich hätte jetzt gekotzt im Strahl, wäre das jetzt unser Mammut gewesen. Also besser gesagt mein Mammut, mein hochleveliges Mammut, das bald schon Level 80 ist. Gott sei Dank nicht. Ich glaube, ich hätte im Strahl gekotzt. Ja, so viel unnötige Samen, Dreckskacke. Jetzt bauen wir erstmal hier die Wände hoch. Damit wir hier einigermaßen die Wände hochgezogen haben. Kurz die Decke hoch. Dann kommt die Kiste, Bett rein. Und dann haben wir eigentlich so gut wie hier Base erstmal fertig. Dann ziehen wir noch Außenwände von Stein zu Stein. Damit es da auch zu ist. Und irgendwie ein Tor rein. Das kriegen wir doch alles hin. Es geht ja schnell. Kleine Base für zwischendurch. Soweit ich weiß, ist das so gar die einfachste Höhle, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was? Ich verdurste? Ist nicht so toll. Dann trinke ich mal. Oh, Zirkus gestorben. Hey. Oh, Penner. Ja. Jetzt sterben alle. Er macht's echt gut, muss man echt sagen. Was können die überhaupt? Ja. Was könnt ihr überhaupt? Tja. Was ist das? Was ist das? Dauert auf dem Server und trotzdem verlieren sie alles. Das ist halt dann schon ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Naja. Kann man nichts tun, so ist das Leben. Ja, 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 ja. Kommt doch, wenn man alleine hochgeht. Tschisch, tschisch. Da ist das passiert. Da ist das. So, wir brauchen noch 6 Dächer. Ah, kommt hin, 6 Dächer. Und dann brauchen wir noch ein bisschen viel Holz. Was haben wir denn noch hier? Tetch haben wir ein bisschen. Tetch müssen wir noch ein bisschen sammeln. Fiber haben wir noch ein bisschen. Die Beeren schmeiße ich mal weg. Die kann ich nur essen. Steine habe ich ein bisschen viele. Ich könnte ein Lagerfeuer bauen. Dann hätte ich hier auch schon mal einen Lagerfeuer. Habe ich die Steine auch verbraucht? Das ist gut. Das ist doch prima. Und dann werden wir jetzt noch kurz weiter sammeln. Zack. Gib mir Tetch, Tetch, Tetch. So, wer stirbt noch? Nick ist noch nicht gestorben. Müsste auch gleich passieren, oder? Also, hey. Wenn, dann müssen alle sterben. Und nicht nur immer ein Teil, die Hälfte. Mann, Mann, Mann. Stil machen. Hier muss man auch aufpassen. Hier sind auch jede Menge Skorpione. Leider muss man da aufpassen, dass die nicht gleich um die Ecke kommen. Zwar ist unser Säbelzahntiger ziemlich stark, aber er möchte nicht unbedingt verlieren. Das muss nicht unbedingt sein. Tetch, 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 tetch. Tetch, 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 tetch. Danke. So, dann bringen wir noch ein bisschen Holz für Kisten. Ja, die Bäume hier, die bringen echt nicht viel. Ist halt leider schade, dass die größeren Bäume hier wenig Holz bringen. Das finde ich leider schade. Leider schade. Aber was will man tun? So, Kleiner. Du hast auch ein Level. Dann kriegst du Damage. Nochmal Damage, komm. Dann hast du 300% Damage. Level 51. So ist das richtig. So machst du das gescheit. So wirst du das hier alles überleben. Und nie sterben. Nie. Du wirst auch nie sterben. Sonst kotze ich im Strahl. So. 6. Zack. Machen wir die fertig.
Zack. Und Nummer 2. Zack. Und Nummer 3. Zack. Und Nummer 4. Zack. Noch 2 Stück. Hier kommt hier gleich das Bett rein. Zack. Und die letzte Decke. Nein, nein. So, genau. Dann ist ja auch mal Licht. Dann kommt das Lagerfeuer. Das stellen wir direkt hier hin. Zack, dann haben wir das auch. So, Bett. Kann ich ein Bett bauen? Habe ich gerade... Kiste könnte ich auf jeden Fall bauen. Bett kann ich, glaube ich, gerade noch nicht, denn ich brauche noch Tetch und so. Dann baue ich erstmal eine Kiste. 2 an der Zahl. Dann haben wir das auch schon. 2 und Zoll. Falls mal Sachen ablegen müssen oder so. Kann ganz wichtig sein. So, einmal Kiste. Nicht abbauen. 2-mal Kiste. Zack. Dann ist das auch mal hin. So, jetzt brauchen wir wieder Tetch und ein bisschen Hide und ein bisschen Fiber. Und dann das Bett rein. Und dann haben wir eigentlich hier schon ein bisschen gebaut. So. Hey, Dodo. Hey. Pam. Pam. Weiß nicht, die Pistole, die ist so schrottenschlecht. Hide, du hast voll viel Hide. Ich nehme dein Hide mal. Boah, 77 Hide. What the fuck? Du hast ein bisschen viel Hide, mein Freund. Muss ich sagen. So. Noch ein bisschen Fiber sammeln. Fiber. Vor allem, ich brauche ja auch nicht viel Wände, um nachher hier zuzumachen. Ganz schön praktisch. Praktisch, muss man echt sagen. Hier ist auch kein Fiber wirklich. So, weil dann kann ich nämlich sagen, ich mache nachher hier dicht. Dann habe ich vielleicht 5 Wände oder so. Auf der anderen Seite auch Nummer 5. Das ist ja ruckzuck. Ruckzuck ist das hier dann fertig. So, Fiber, Fiber. Und wie gesagt, in die Höhle werden wir dann demnächst auch gehen. Das wird wahrscheinlich nicht lang gehen. Mal schauen, wer dann mitkommt. Denn alleine, wie gesagt, riskant. Und auch ziemlich laggy. Ist ziemlich laggy. Dann können wir echt im Ruckelmodus da rein. Wenn wir Pech haben, werden wir dann sehen. Hoffentlich nicht. Wäre echt schrecklich. Es reicht mir schon ab und zu mal in so einen Ruckler, aber dann dauernd wäre jetzt nicht unbedingt der Hit. Aber hier sind Bäume, hier kann man wunderschön fällen. Ich hoffe nur, dass kein T-Rex oder so gleich um die Ecke kommt. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, ist hier los? Irgendwas Besonderes? Wenn es so komisch ruckelt? Eigentlich nicht. Das Gebiet habe ich noch nicht. Das ist der einzigste Punkt. Aber sonst so kann ich das Bett nun bauen. Nein, mir fehlt noch Tetch. Dann werde ich erstmal Foundations. 5 Foundations. 8 Stück. Das ist toll. Zack. Ganz viele Wooden Foundations. Ich erstmal kurz alle Bären auf, dass die mal auch weg sind. Die verbrauchen ja auch ein bisschen Platz. Ja! So, die Wohnung von Bärchens werden fleißig gebaut. Wir brauchen noch Tetch. Dann werden wir Tetch jetzt sammeln. Dann werden wir hier schon die tollen Bäume haben. Ziemlich praktisch. Ja, von Bärchens brauche ich gar nicht mehr so viele. 8 Stück. Ich schätze, ich brauche 10, wenn es hochkommt. Mal gucken. Okay, Fiber werde ich wahrscheinlich gleich noch brauchen. Oh. Hey, Digga. Greif mal an. Ich muss bauen. Verdammt. Oh, das ist halt das Problem. Tetch brauche ich noch ein bisschen. Jetzt brauche ich nochmal 2 Wooden Foundations, dass ich 10 hab. Ich kann nicht springen. Greif an. Aua. Ja. Schieb ihn weg. Das passt schon. So schnell kann das gehen. Ich bin ultra schwer. Ultra, ultra schwer. Hab ich jetzt mal genug Tetch, Mann. Ich brauche doch nur ein Bett. 9 Tetch noch. Passt. Jetzt habe ich gerade gedacht, da kommt Krokodil seitlich.
So, ein Bett noch für mich. Zack. So, mein Freund, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück, dass wir uns ein bisschen erleichtern. Lass mal gucken, was meine erten Kollegen. Kommt nur Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen zurück. Das heißt alles. Tja. Oh. Nee, da ist es nicht lang. Hier richtig, oder? Hier muss ich richtig sein. Ja. Tja. Was will man tun? In dieser schrecklichen Welt. Hier geht halt alles schief drunter drüber. Ja. So, ein Bett. Für die Aufersteher. Schön hier rein. Ich kann es auch renamen. Ah, da ist auch eins, hä? Außenposten Höhle. Ah, ist in der anderen Höhle. Das ist der oberen Höhle. Hä? Mammuts, Milodon. Das ist natürlich Bergcamp. Bett. Okay. Das ist natürlich praktisch. Wie komme ich jetzt raus? Kanzel. In ihrem Bett. Außen. Posten. Easy. Höhle. Ich kann nicht schreiben. Höhle. Oh, außen. Das war natürlich nichts. Außen. Außenposten. Außenposten. Also schreiben ist manchmal echt eine Kunst. Hä? So. Dann haben wir das auch. Dann sehen wir hier auch mal gleich wieder, falls was sein sollte. Jetzt werden wir noch hier die Foundations ziehen. Ich hoffe, die kann ich hier so schön ziehen. Ja, ich sehe noch nichts durch das grüne Zeug hier. Ich hoffe, das passt so. Ich sehe nur nämlich gar nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Ich glaube es nicht. Ich sehe was. Ich sehe was. Ey, ich will auch nur. Genau. Und der letzte. Das ist sogar mehr wie 5. Das muss ich am Ende machen, bevor ich was sehe. Gut, dann haben wir da eine Mauer. Und hier werden wir die Mauer hier vorne ziehen. Dann passt das auch. So, einmal. Zweimal. So, das ganze Gras sieht man leider nicht viel. Na, ich will hier nur. Sieht man so ein bisschen was? Ja, no, nicht wirklich viel. Kann man nicht irgendwie ganz normal sagen, hey, verknüpf dich bitte. Ah, das hatten wir auch schon im Wasser, das Problem. Das genau zu treffen ist manchmal echt schrecklich. Schrecklich. Na, so. Und komm. So. Wir brauchen noch. Ich kann keine bauen. Nein. Ich kann keine Außenposten bauen. Tetch brauchen wir wieder. Das kann man aber wegschmeißen. Akoti brauchen wir gerade auch nicht. Ja. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. In Pitzle. Ich habe schon wieder Durst ohne Ende. Mann. Unfassbar. Müssen wir gleich unten Wasser holen. Unten Wasser holen. Wir sammeln hier noch ein bisschen Fiber. Ja, und jetzt werde ich im demnächst hier ein bisschen offscreen noch weiterbauen. Werde hier die Base ja, so weiter konstruieren. Ein bisschen Mauer, also nicht mehr wirklich viel. Weil wir brauchen ja nicht wirklich viel. Vielleicht noch Spikes vorne dran, damit man einfach viel geschützt ist, viel besser geschützt ist, weil wenn die Dinos gegen die Wände laufen, gehen die auch nach einer Zeit kaputt. Das muss ja auch nicht sein. Naja, mal gucken. Da würde ich sagen, lasst einen Daumen und Kommentar da und ich hoffe, es euch hat das gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin bin ich raus. Ciao!